Hast du Sushi mitgebracht? Ja. Very, very nice. Sushi Broski? Geiles Ding. Oh shit, man. Ja, Bro. Cool, Bro. Get it. Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier. Und bevor es jetzt mit dem Vlog losgeht, ein wichtiges Announcement. Und zwar, weißt du Bescheid? Ich arbeite jetzt schon seit über einem Jahr selbst mit MyFitCoach zusammen, bin täglicher User dieser App und habe dadurch nicht nur körperlich, sondern auch mental extrem viel dazugewonnen. Das heißt, ich trainiere nicht mehr selbst, ich mache meinen eigenen Plan nicht mehr selbst, ich kümmere mich nicht mehr um meine Ernährung. Ich habe eine App, eine künstliche Intelligenz, die alles für mich übernimmt, die alles trackt, die in der Lage ist, meine Situation besser zu bewerten als ich, auch im Training. Und deswegen mache ich super geile Erfolge mit weniger Training denn je. Und heute ist es soweit, diese Woche, noch bis Sonntag, hast du die Chance, zum ersten Mal in der Geschichte von MyFitCoach durch die Frühlingsaktion ganze 20% aufs Jahresabo zu sparen. Das heißt, aktuell kostet MyFitCoach nur noch 12 Euro pro Monat, aber nur bis Sonntag und natürlich nur im Jahresabo. Du kriegst aber auch auf 3 Monate oder auf 1 Monat ganze 20% Rabatt mit dem Link unter diesem Video, also es muss ganz bestimmt dieser Link sein, und du musst auch den Code eingeben, Misha20. Mit diesem Code kriegst du auf deinen ersten Abo-Zeitraum 20% Rabatt, und ich würde wirklich jedem empfehlen, der Lust hat, sich auf etwas einzulassen, was sein Leben für immer verändern könnte, jetzt sich das einfach mal anzuschauen. Denn hier reden wir nicht nur von einer App, sondern auch von einem Algorithmus, von einer KI, die in der Lage ist, dich besser zu coachen, als du es kannst, dich besser zu coachen, als viele Online-Coaches es können, und das Ganze zu einem Preis, der wirklich für jeden bezahlbar ist. Deswegen, ich rate es jedem an, vor allem die Leute, die jetzt gerade auch aus dem Lockdown kommen, die Gyms gehen wieder auf, nimm diese Chance wahr, und selbst wenn du nicht ins Gym gehst, du hast über 520 Übungen in der Datenbank, und MyFitCoach coacht dich auch durch ein Homeworkout. Wie gesagt, es ist so umfangreich, du kannst es auf 14 Tage kostenlos testen, das sollte sowieso jeder dürfen. Und jetzt geht's los mit dem Vlog, lass dich inspirieren von einem sehr guten Training mit Yannis Karra. Und alles Weitere findest du in der Beschreibung. Viel Spaß! Guten Morgen, meine Freunde. Und liebe Grüße aus dem wieder sonnigen Solothurn. Letzten Tage war es regnerisch hier in der Schweiz. Nach dem Regnen kommt's vom Schiff, nach dem Schiff, denn es zeigt's. In der Schweiz, in der Schweiz. In der Schweiz. Und heute fahren wir mal wieder nach Zürich. Und zwar treffe ich heute den Yannis Karra, einer meiner besten Homies. Denn Yannis hat letzte Woche seine Wettkampfdiät gestartet und seinen eigenen YouTube-Channel ins Leben gerufen. Ich bin so stolz auf ihn. Ich habe ihm nämlich das schon 2017 gesagt. Yannis, du musst auf YouTube. Und 4 Jahre später fast hat es dann jetzt geklappt. Deswegen, ich bin richtig pumped und auch froh, dass ich die Jünger hier, die immer noch Bodybuilding-affin sind, heute auch zu einem neuen Experten bringen kann. Denn wie ihr wisst, ich bin ja selbst nicht mehr so im Game. Deswegen heute werden wir mal mit Yannis ein bisschen über seine Wettkampfvorbereitung sprechen, mit ihm trainieren und euch mal wieder ein bisschen Fitness-Content liefern hier. Bleibt dran, wir sehen uns auf der Fahrt wieder. Bis nachher. So, wir sind unterwegs und hier gibt es mal wieder Stau. Ich bin ein bisschen spät dran, aber das passt. Yannis ist ja, wie gesagt, in Wettkampfvorbereitung, das heißt, ich fahre jetzt heute zu ihm, wir trainieren in seinem Gym, ich passe mich da an, ich bin ja da nicht mehr so ähnel, das ist auch eine der Sachen, die ich jetzt gemerkt habe, die mich extrem befreit hat, die letzten Jahre schon, dass ich, seit ich einfach nicht mehr so neurotisch bin mit dem Training und dem Essen, einfach auch viel entspannter bin. Und ich habe ja im letzten Video, wo ich über das Thema geredet habe, auch so ein bisschen über die Schattenseiten des Wettkampf-Bodybuildings geredet, und da haben auch viele Leute mir danach geschrieben und gesagt, ja, aber Misha, ich will trotzdem noch auf die Bühne, und glaubst du jetzt, dass es irgendwie ein Problem ist? So wie du das sagst, klingt es so, als wäre Bodybuilding schlecht. Und das wollte ich gar nicht sagen. Also das haben vielleicht ein paar missverstanden, weil ihr müsst am Ende des Tages verstehen, Leute, ich habe es ja gehabt und deswegen konnte ich es auch loslassen. Oder das ist so, du kannst nur etwas loslassen, wenn du es zuerst mal gehabt hast. Und deswegen war es natürlich für mich einfach jetzt zu sagen, ja Leute, für mich hat Bodybuilding keine große Bedeutung mehr, weil ich diesem Sport aber auch 12 Jahre Bedeutung gegeben habe. Oder mal zumindest 7 richtig intensive Jahre. Jetzt die letzten Jahre seit dem Wettkampf, da kann man sich jetzt darüber streiten, wie bedeutsam das noch war. Aber deswegen meine ich, ich habe es gehabt und kann jetzt wirklich auch davon reden. Das ist dasselbe, als würde man jetzt einem jungen 18-jährigen Unternehmer sagen, hey, glaub mir, Geld macht nicht glücklich so. Jeder muss zuerst mal Geld verdient haben, um dann irgendwann zu realisieren, ah, okay,
ich habe jetzt zwar super viel Geld und ich habe vielleicht alles gekauft, was ich jemals wollte, aber ich habe trotzdem nicht dieses Gefühl, super erfüllt zu sein. Das muss auch jeder zuerst mal erlebt haben, weil du glaubst es ja nicht, bis es soweit ist. Und deswegen wollte ich da jetzt niemanden direkt auch angreifen. Die Leute, die sich natürlich angegriffen fühlen, sollten sich trotzdem mal hinterfragen, weil in dem Moment, wo du getriggert wirst von meiner Aussage, heißt es natürlich auch, dass da irgendwas in dir resoniert, also Resonanzgesetz einmal studieren und sich mal fragen, warum wurde ich getriggert? Weil ich habe super viele Freunde, die machen Bodybuilding, oder? Der Janis macht weiterhin Wettkampfsport, der Bro Sepp, Daniel Kubik. Und ich weiß jetzt nicht, was bei denen gerade abgeht, aber die haben sicher auch ihre Gründe, warum sie trotzdem noch auf die Bühne wollen. Und bei denen weiß ich jetzt zum Beispiel, dass die jetzt nicht irgendwie brutale Selbstwertprobleme haben. Aber man muss sich ja trotzdem immer fragen, warum mache ich, was ich mache? Woher kommt meine Motivation? Und ist diese Motivation hinzu, weg von und kann ich diese Motivation auch in mir kultivieren, ohne von außen irgendeine Bestätigung zu bekommen? Das heißt, die Werte, die ich fördere mittlerweile, die sind alle in meiner Kontrolle. Das heißt, mir muss niemand sagen, dass ich meine Sache gut mache, weil meine Werte von innen kommen, von innen nach außen. Und das ist halt das, was ich beim Bodybuilding beobachtet habe. Dadurch, dass man diese Dynamik von außen nach innen hat, das heißt, jemand sagt dir, wie du gerade aussiehst und du machst damit einen Abgleich. Das sind die Dynamiken, die ich gefährlich finde und die ich selbst auch, und jetzt komme ich nochmal zu mir, in meinem Wettkampf 2016 beobachtet habe. Ich habe beim ersten Wettkampf nichts mehr gespürt, als ich gewonnen habe. Ich habe gemerkt, es gibt mir nichts, und ich musste dann in der Wettkampfdiät meine Motivation für den Sport verändern. Das heißt, ich habe dann gemerkt, hey Scheiße, ich mache das hier nicht mehr für mich, sondern ich mache das jetzt, um nochmal der Welt zu zeigen, dass man auch als Veganer, Bodybuilder, Profi werden kann. Und deswegen wollte ich einfach alle schlagen, um der Welt zu beweisen, dass Veganismus dich nicht davon abhalten soll, Profi im Bodybuilding werden zu wollen. Und das habe ich ja dann auch geschafft, und deswegen war für mich dann auch dieses Kapitel abgeschlossen. Alright, da sind wir in den vier Wänden des Janis Karrers. Des Janis Karrers. Wie geht's dir, mein Freund? Gut, gut soweit. Lange nicht gesehen. Yes. Über ein Jahr fast. Nee, ziemlich genau ein Jahr. Ungefähr, ja. Ja, was ist so gegangen bei dir? Gab's Gains? Ich hoffe es. Wir haben Best gegeben, um Gains zu machen. Habe auch draußen weiter trainiert. Ja, zeig mal hier. Gym, hier nur kurz. Da sieht man es noch, die Überreste. Oh shit, konntest du alles machen? Bankdrücken? Ja, eigentlich alles, was du brauchst, um weiterhin aufzubauen. Es war ein bisschen mühsam, so vor allem das mit den Kurzhantelschrauben. Aber ja, wenn du willst, weiterhin Fortschritt erzielen, dann musst du halt solche Dinge in Kauf nehmen. Ja, und das war auch im Winter, oder? Was ja, ja, wie kalt war es da? Ja, zum Teil minus 6 oder sowas. Hast du trainiert? Boah, ja, das war übel. Da musstest du die Hantel zuerst vorwärmen, weil die waren so kalt, so richtig wehgetan in den Händen. Das ist so fast festgefroren. Und auch natürlich mit Mütze und irgendwie zwei Trainerhosen. Und ja, hab ich gesehen, deine Stories. Mit warmem Tee zum Teil noch, Tee draußen getrunken. Damn. So. Es war schon nicht so nice. Ich bin schon froh, dass wir ins Gym gehen zu können. Ja, meine Freunde, das ist ja Dedication, würde ich sagen. Das ist Dedication, weil Janis startet dieses Jahr wieder. Ich habe gehört, du wirst der größte Konkurrent von Brosep werden, wahrscheinlich. Ja, das wäre natürlich richtig, richtig nice, im Battle mit ihm auf der Bühne zu stehen. Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es wollt. Und wer denkt, das gewinnt. Ja, das ist sehr interessant. Also ich sehe hier bei dir auf jeden Fall schon mal, ich glaube, das ist der größte, ich glaube, du hast schon den Preis für den größten Pokal, den ich je gesehen habe. Ja. Ich habe so einen Pokal, mal zum Checken. Also wenn ich jetzt neben den stehe, also der ist schon so, also wenn ich mein Bizeps anguckst, der ist schon richtig groß. Ja, das ist riesig. Und hier auch, Diplom, hä? Ja. Yep. Das war jetzt auch ein Hustle, hä? Ja, das war nochmal die Karte am Schluss. Ja. Respekt auch dafür nochmal, Bro. Danke, Bro. Bist ein Hard Worker. Und jetzt gehen wir ins Gym. Yep. Was hast du heute auf dem Plan? Ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube, es ist heute Rücken. Aber schauen wir mal, was wir heute haben. Also eigentlich ist es Einheit 4. Einheit 4. Okay, wir haben Rudern, Rear Delts, Bizeps und Hams. Also ja, Beinbeugen muss ich auch machen. Eigentlich plus minus Pull. Also ja. Rücken, Bizeps, Rear Delt und Hamstrings. Alright, gut. Ich habe auch ein paar richtig gute Übungen vor mir. Ich muss Kniebeugen machen heute. Oh, viel Spaß. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Gym und dann hauen wir eine Einheit raus. Yes. So, meine Freunde, wir gehen jetzt ins Gym, und es ist ein bisschen länger gegangen, als ich geglaubt habe. 16 Uhr ist jetzt schon, und ich habe noch nichts gegessen, außer ein Protein-Shake getrunken. Bro, das ist nicht optimal für die Gains. Für die Gains nicht, ja. Nee. Aber scheinbar soll ja V2
Fasten die Autophagie ankurbeln und das soll ja das Anti-Aging fördern. Glaubst du an das, Bro? Bin skeptisch. Ja. Bin skeptisch. Also ich denke, dass du jetzt dadurch bedeutend länger lebst, wenn du das häufig machst. Oder jünger bleibst ein bisschen. Ich denke, da spielen andere Faktoren eine größere Rolle als das. Als Fasten. Ich denke schon. Ja, das ist ja krass, also es ist fast schon so ein bisschen religiös, die Fastenleute, die haben so diese eine Studie, es gibt so ein paar Studien in Mäusen, da haben sie so diesen Mechanismus entdeckt und das wird man jetzt einfach, wälzt man jetzt natürlich auf die Menschen ab. Ja. Ich kenne da selbst auch ein paar aus meinem Inner Circle, der Nils, der schwört auf das Fasten, mit dem habe ich schon seit Jahren Diskussionen darüber. Aber solange es keine neuen Papers gibt, bleibe ich da auf jeden Fall auch mal so sehr konservativ. Aber ich merke trotzdem, dass Fasten mir gut tut. Ich esse jetzt aber trotzdem vor dem Training zwei Bananen und geile Himbeeren hier, yes. So, meine Freunde, da das letzte Voiceover so gut angekommen ist, habe ich gedacht, ich zeige euch nochmal mein Training. Das komplette Training von Yannis findet ihr übrigens auf seinem Channel. Da seht ihr mal, wie das Beast aktuell aussieht, das nach ein paar Tagen Diät. Und bei mir jetzt auch hier wieder aktueller Status. Ich bin in der Schweiz, ich hatte jetzt eine gute Trainingszeit in Miami, konnte da mich wirklich auch wieder gut aufs Training konzentrieren, nach fast 6 Monaten Mexiko, wo die Gyms jetzt nicht so top waren, hier mal wieder so ein Mac-Grip in der Hand zu halten, das ist schon was Schönes, also ich liebe das Training weiterhin und ich bin immer noch sehr motiviert, vor allem auch wirklich durch MyFitCoach, dass ich einfach auch immer alles vorgegeben kriege. Es macht es zwar manchmal ein bisschen kompliziert für mich aktuell, weil ich in so vielen verschiedenen Gyms trainiere, also es ist nicht immer so easy, dann auch die Gewichte zu übernehmen von anderen Maschinen, aber deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der im Allgemeinen es wirklich ernst nimmt, natürlich schon auf ein Gym zu setzen. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ich habe es ja im letzten Video schon angesprochen, einer der größten Nachteile für mich, wenn man zu fixiert auf seinen Körper und auf das Bodybuilding ist, ist, dass man sehr unflexibel wird. Also man wird zum Teil auch neurotisch, ich kenne das ja auch selbst, da geht man auch nirgends mehr hin, wo kein Gym ist. Und wenn man dann mal irgendwie einen Tagesausflug macht, dann kriegt man immer als erster Hunger. Ist dann immer der, der sagt, hey, ich muss was essen. Packt dann immer sein Protein und seine Meals mit. Und das ist halt ein Luxus, den ich jetzt wirklich habe, dass ich so ein bisschen von dieser, ja, von diesem neurotischen Verhalten weggekommen bin. Und ja, wenn du halt jetzt noch ein Bodybuilder bist, dann ist es halt ein Teil des Sports und den kannst du dann eben auch lieben. Das heißt, solange du diese Bedingungen für den Sport erfüllen möchtest, kannst du das natürlich auch machen. So, jetzt seht ihr mich hier zum ersten Mal in meinem Leben Belt Squatten. Yannis hat mich überredet und ich muss sagen, ich hatte fast schon Hemmungen, die Aufnahmen zu posten, weil mein Rücken, oh mein Gott, mein Rücken ist richtig krumm gewesen. Also ich habe die Übung überhaupt nicht gespürt. Yannis hat einen riesen Hype drum gemacht. Für mich war es nichts. Also ich habe auch das Feeling nicht gehabt, aber ich hätte mich wahrscheinlich noch ein bisschen länger damit auseinandersetzen müssen. Ich verstehe die Prämisse, aber für mich fühlt sich das an wie so eine Cybex Beinpresse. Also ich finde, das ist nicht ein Ersatz für richtige Squats. Ich squatte jetzt, seit ich mit MyFitCoach trainiere, nur noch einmal pro Woche und wie du siehst, die Beine, die sind immer noch gut am Start. Sie haben ein bisschen an Volumen verloren. Ich würde sagen, wenn ich irgendwo Masse verloren habe, dann an den Beinen und das war auch ganz bewusst so, denn für die neuen Sportarten, die ich jetzt auch starten möchte, mehr Yoga, mehr Acro-Yoga, im Allgemeinen mehr Flexibilität, mehr Mobilität, mehr Schnelligkeit, mehr Agilität, da lohnt es sich einfach nicht mehr, so fette Beine zu haben. Also es bringt mir einfach nichts. Und hier siehst du auch, was ich stattdessen gerne mache. Mich ein bisschen herausfordern, koordinativ. Auch so ein bisschen eben Pistol Squats mit Zusatzgewicht. Trotzdem stimuliert es nicht gerade den härtesten Muskelwachstum. Aber es ist einfach richtig, ja, es ist fordernd auf eine andere Weise. Und solche Sachen werden jetzt vermehrt auf diesem Kanal hier kommen. Ich möchte unbedingt einen Handstand lernen. Deswegen baue ich mir jetzt auch gerade eine Yoga-Plattform in unser Retreat Center in Thailand, damit wir dann dort auch wöchentlich 2 bis 3 Mal Yoga machen können. Ich einmal mit der Serenia Acro Yoga und dann eben auch noch Handstandtraining und Primal Movements. Das ist ein bisschen das Ziel. Und Bodybuilding bzw. Kraftsport dann halt auch einfach, um den Körper, den ich jetzt habe, zu konservieren. Und da hilft mir, wie gesagt, MyFitCoach wirklich super dabei, mit möglichst wenig Aufwand das Maximum rauszuholen. Das heißt, auch so eine Übung ist bei MyFitCoach drin, wird mir berechnet auf mein Gesamtvolumen. Und damit habe ich ja wirklich auch die Flexibilität, ein Athlet zu sein.
mein Training in mein Leben zu integrieren, aber mein Training ist nicht mehr mein Leben, so wie es mal früher war. Und das macht für mich den kleinen, aber feinen Unterschied. Und wenn ich so ein bisschen gucke, die meisten Leute, wie gesagt, die werden für den Sport nicht bezahlt. Deswegen ist es schon wichtig, dass man sich immer überlegt, wo kriege ich für meinen Aufwand das Maximum. Und bei mir sind das wirklich so aus purer Schätzung jetzt natürlich für mich 3 bis 4 Mal pro Woche. Also wenn du mehr als 4 Mal pro Woche trainierst, dann musst du schon richtig ernst meinen. Aber sonst kannst du mit 3 bis 4 Trainings mit MyFitCoach einfach schon so viel rausholen. Also diese Serena, die hat jetzt ein paar Monate trainiert mit der App. Die hat so krasse Gains gemacht, auch als Frau. Deswegen check's ab und jetzt geht es weiter mit Jannis. So, meine Freunde, Essen mit Jannis wird jetzt nichts, weil Jannis, der macht natürlich hier, der macht's ernst, oder? Ja, wer kommt jetzt? Was geht's jetzt bei dir? Es gibt Reis mit Gemüse und einen Shake. Spannend. Ich hatte es auch gerade einen Shake. Hier, no way, ist es die letzte Scoop fast gewesen. Das ist mein absolutes Favorite jetzt. Die kommen jetzt auch endlich regulär. Raspberry Coconut, no way. Würdest du wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr unterscheiden können von einem normalen Way, wenn ich jetzt. Müsste ich probieren. Ja. Aber kann schon sein. Und jetzt muss ich euch noch etwas zeigen. Jannis, erzähl mir mal, warum hast du 2 Küchenwagen hier? Also ist so, meine Freundin macht momentan auch Diät und trackt, wie ich. Und ja, abends beim Abwägen ist halt easy mit 2 Wagen. Also ihr habt schon die Dedication, hä? Ja, oder auch wenn ich alleine abwäge, dann muss ich immer für 3 verschiedene Dinge die gleiche Waage benutzen, wieder tearen und sind jetzt auf die 2. Waage. Ah, so geil. Hey, Leute, das ist Dedication, ey. Ja. Und immer die schöne große, wo du alles... Ja. Also Leute, wenn ihr die Insider wollt, ihr wisst Bescheid, Jannis is your man. Yes. Du übernimmst jetzt die Legacy, Bro. Ja, das ist das Ziel. Die Schweizer Monarchen Legacy muss weitergehen. Oh, Bro! Bro, was läuft? Hast du Sushi mitgebracht? Ja. Very, very nice. Broski! Oh shit, man. Ja, Bro. Cool, Bro. Get hit. Let's get it here. Fucking ja, Bro. Oh la la, Schokolade. Das ist Makato, hä? Herzlich willkommen in der Schweiz. Ja. 320 Euro. Nein! Nein! Aber das hat noch was. Okay, okay. Aber Inflation, ja? Inflation kommt. So, da bin ich nochmal und hier schließen wir jetzt den Vlog auch ab. Wie du gemerkt hast, mit Patrick bin ich nicht mehr wirklich zum Film gekommen. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen und wir wollten einfach mal wieder connecten und geil unterhalten. Und das haben wir auch gemacht. Deswegen richtig geil, auch hier wieder mal hier in der Schweiz zu sein und Freunde zu treffen. Die guten alten Zeiten. Und ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Und wie gesagt, am Anfang, wenn du wirklich auch dein Training ernst nehmen willst und das Optimum aus deinem Körper rausholen willst, das Optimum aus deiner Genetik, dann trainiere ab jetzt mit MyFitCoach. Du wirst auch eingeschätzt, also dein genetisches Limit wird berechnet und dann kann die KI auch genau ausrechnen, was die nächsten Steps für dich sind, um über die nächsten Jahre wirklich auch an dein Limit zu kommen. Du musst nie wieder irgendein Trainingsprogramm oder ein E-Book kaufen und hast wirklich alles in einer Hand für dich. Du wirst gecoacht, du bist der Athlet, du machst das Training, alles andere wird für dich übernommen. Das ist der Luxus von MyFitCoach und diese paar Euro in dein Hobby zu investieren, das ist das, was ich wirklich jedem empfehle. Auch schon nur wegen der Ernährung und dem Training, wegen dem ganzen Coaching, was du dabei hast. Diesem Peace of Mind, deiner Zeit etwas nachzugehen, was dir mehr bringt, als diese ganzen Studien zu lesen. Ich habe es jahrelang gemacht, ich mache es nicht mehr seit einem Jahr. Ich trainiere jetzt mit MyFitCoach und das, wie gesagt, rate ich dir auch an. Den Link in der Beschreibung anklicken, den Code eingeben und 20% aufs Jahresabo sparen, aufs 3-Monats-Abo sparen. Ultra geiler Deal. Du wirst es nicht bereuen und teste die App gerne auch 14 Tage vorher. Gib uns Feedback, wenn du was verbessern willst. Die Jungs, die sitzen in Hannover, ist ein deutsches Unternehmen, das ist richtig geil. Die bauen die App so richtig aus, da wird noch so viel kommen. Und wenn du am Anfang an schon dabei bist, dann supportest du auch ein deutsches Unternehmen. Wie gesagt, check's ab. Du wirst es nicht bereuen. Besten Dank und bis zum nächsten Mal, dein Nisha. Peace out. Wenn du im Gym trainierst und Muskeln aufbauen willst, dann musst du MyFitCoach ausprobieren. MyFitCoach ist ein digitaler Personal Coach, der die komplette Trainings- und Ernährungsplanung für dich übernimmt. Die App schneidet Training und Ernährung individuell auf dich zu und tut das Ganze auf Grundlage der aktuellsten Wissenschaft. Und genau deswegen liebe ich MyFitCoach, weil ich mich zu jeder Zeit voll aufs Training konzentrieren kann und zu jeder Zeit die Gewissheit habe, dass ich wirklich auch das Optimum heraushole. Zu Beginn lernt dich die App mit über 20 Fragen kennen und du kannst angeben, wie oft und wie lange du trainieren möchtest, sodass MyFitCoach für dich dein Training so optimiert,
dass du das Maximum aus deiner Trainingszeit rausholen kannst. Du kannst dein Training in der App tracken, dir wird bei der Autoregulation im Training geholfen, deine Trainingsleistung wird von Woche zu Woche gesteigert, dein Volumen wird kontinuierlich angepasst und deine Macros werden wöchentlich optimiert. Die App übernimmt also die komplette Denkarbeit für dich, sodass du dich nur noch auf die Sachen fokussieren kannst, die dir wirklich Spaß machen. Training, Ernährung und deine Fortschritte im Spiegel zu feiern. Im Ernst jetzt, wenn du im Gym trainierst und Muskeln aufbauen willst, dann musst du MyFitCoach jetzt 14 Tage kostenlos testen.